Na? Habt ihr schon eine Lösung gefunden? Ich sag ja, es ist ein bisschen tricky, es ist ein bisschen fummelig. Und dann habt das irgendwann mal richtig raus. Aber es ist die richtige Größe, die ihr braucht. Manchmal klappt es. Seht ihr? Manchmal. Ihr müsst einfach die richtige Größe haben. Wenn ihr dann guckt, dann kann es sein, dass es funktioniert. Seht ihr? Es ist alles eine Frage der Perspektive. Ha? Wir sehen da oben die Kante. Wir denken uns, wenn wir das darüber kriegen, dann haben wir es. Ne? Es ist alles eine Frage der Perspektive. So, wir gehen ein bisschen hier rüber. Hopp, und dann müssen wir es darüber schmeißen. Alles eine Frage der Perspektive. Es geht gar nicht darum, dass wir das... Wir können das auch hier. Und wir können es hier auch drehen, haben wir ja gesehen. So. Das heißt, ich könnte praktisch hergehen, das hier oben rauflegen, drehen. Ah, nee, da war ich hier. Also ihr müsst das so machen. Das ist ein bisschen tricky. Aber wir schaffen das, bin ich mir sicher. Also es muss eine kleine Größe sein. So viel da ist schon mal. Dann haben wir es hier oben. Und dann müssen wir es einfach fallen lassen. Aber halt so fallen lassen, dass es da praktisch auf diese Kante fällt. Und dann vielleicht da drüben. Das funktioniert. Ihr habt das ja, seht ihr? Aber noch nicht richtig. Ja, jetzt sind wir in dem Teil drin. Pass mal auf, ich mach das nochmal. So. Normalerweise könnte man das so machen. Aber geht noch nicht, warte. So. Ist ein bisschen tricky, habe ich gesagt. Also ein bisschen mit Schwung. Aber es geht. Irgendwann. Könnt es drehen. Aber es bringt ja nichts, wenn ihr es dreht, weil ihr habt ja noch immer die Höhe. Das heißt, wir müssen es so machen. Das wird die Perspektive ganz weit nach hinten ändern. Weil dann ist es am höchsten. Und dann können wir es auch eventuell darüber packen. So. Zum Beispiel. Habt ihr es gesehen? Also einfach klein machen, dass ihr eine ganz weite Höhe habt und dann könnt ihr es da rüberwerfen. Jetzt haben wir es hier drüben. Und dann können wir das freimachen. Wir können das natürlich auch kleiner machen. Und dann freimachen. Ja, und hier ist wieder die undurchsichtige Wand. Und jetzt, Freunde, jetzt wird es richtig interessant. Jetzt sind wir hier. Wir sind reingekommen, erinnern wir uns von hier, ne? Da, ne? Gut. Wir können hier reingehen. Dann sind wir hier. Aber wir sind doch von hier reingekommen, oder? Von hier, ne? Hm? Oder nicht? Oder war es doch hier, wo wir reingekommen sind? War es hier? Sind wir von hier gekommen? Oder war es dann doch hier, wo wir reingekommen sind? Ist alles eine Frage der Perspektive, ne? Ich gehe einfach mal hier lang. So, hier haben wir wieder einen Raum. Ui, sind wir hier runtergefallen. Ich komme hier aber nicht mehr hoch.
Ich habe hier einen Schalter. Oh, da hinten geht eine Tür auf. Seht ihr das? Hm. Oh, hier ist auch eine Tür. Dann gehe ich da durch. Geht aber nicht. Hm, was machen wir denn jetzt? Oh, was haben wir denn hier? Wir haben ein Schild. Guck mal, Freunde. Wir haben ein Schild. Wir haben doch was gelernt, ne? Die Perspektive, die Größe, ne? Je näher wir ransehen, umso größer wird es, ne? So. Und je weiter wir weg sind, umso kleiner wird es, ne? Gut, Freunde. Vielleicht können wir das nutzen. Indem wir das größer kriegen. Müssen wir es aber noch größer kriegen. Vielleicht schaffen wir das ja auch. Indem wir das so groß machen. Was meint er? Passt das schon? Könnte das passen, Freunde? Ich glaube ja, ne? Haben wir beide Schalter gedrückt und wir kriegen die grüne Anzeige. Alles eine Frage der Perspektive. Ich finde das so geil. Ja. Jetzt sind wir hier durch. Ein langer Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okay, unsere finale Aufgabe ist die folgende. Wieder eine Tür, die wir nicht, ne, wo wir nichts mitnehmen können. Und wieder ein Schalter. Eine Wand. Das ist schlecht. Aber hier ist irgendwie alles kaputt, ne? Seht ihr das? Hm. Was machen wir denn jetzt? Ich bräuchte aber irgendwas. Kann ich hier irgendwie dran springen? Nee. Liegt hier irgendwo was? Wir gucken mal. Hm. Da! Ein Stück Käse. Zack. Schon habe ich das Stück Käse. Und ihr wisst ja, es ist alles eine Frage der Perspektive. Das ein bisschen größer machen. Und jetzt ein bisschen wuchtiger. Und dann können wir vielleicht alles kaputt machen hier. Mit großen Sachen machen wir alles kaputt hier. Alles eine Frage der Perspektive, Freunde. Letztendlich brauchen wir ja gar nichts. Wir haben ja ein großes Stück Käse. Seht ihr? Alles eine Frage der Perspektive. Und dann können wir hier durch. Ja. Das war unser Test, ne? Unser letzter Test, ne? Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Wachen wir jetzt auf? Sind wir jetzt wach? Nein. Wir müssen durch die Tür. Mal gucken, vielleicht wachen wir ja jetzt auf. Das ist der Exit. Oh! Oh, der Wecker schellt, Leute. Oh, 3 Uhr am Morgen. Oh, arbeiten. Gott. Ja, wir sind in diesem Somnaskulp und sind jetzt aufgewacht. Weil sie hat ja gesagt, wir sollen aufwachen. Hm, ne? Ja, dann gucken wir uns hier mal um, ne? Sweet B. Ist alles zu, ne? Hier sind unsere Krankenakten oder Suite F. Man kann ja nur noch A und G und ja, wir gehen mal hier lang. Private. Wir können aber nichts öffnen. Aber ich will hier raus. Was haben wir denn hier? Feuerlöscher? Jo. Der geht so gut. Ne? Ah, viel ist nicht drin. Aber wir haben hier so ein Ding umgelegt. Hier ist aber auch nichts in der Ecke. Hm. Hier ist eine Steche. Ach, eine Steche. Eine Steche. Eine Stecheuhr.
zum Anmelden der Arbeitszeit. Hier ist ein Warteraum. Hallöchen. Und hier kann ich wieder was unterschreiben. Ich kann mir das mal von der anderen Seite angucken. So. Ah ne, ich sehe gar nichts. Es war ein Stift, aber hier ist ein Stecker. Aber hier kann ich nichts sehen. Okay. Ike. Dann können wir uns wieder ein Döschen holen. Hehe. Alles eine Frage der Perspektive. Können wir den Automaten auch wieder kaputt machen? Toll. Jetzt haben wir wieder einen Automaten kaputt gemacht. Ach ja, Leute. Alles eine Frage der Perspektive, ne? Je weiter wir weg sind, desto größer wird die Red Soda Dose. Genau. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hoch. Hier raus. Da rein. Und schon wieder diese Feuermelder. Ich mach mal hier alles leer einfach. Some doors are best left closed. Einige Türen sollten besser geschlossen bleiben. Oder sind geschlossen besser? So. Gehen wir mal den Flur lang. Es erinnert mich, wir waren in Los Angeles, genau. Da sah das auch so aus. Waren die Flure auch? Das waren die alten Hotels, Leute. So sah das aus. Guck mal hier. Hier ist ein Ausgang. Huch! Da kommen wir raus. Aber wir können doch auch hier raus, oder? Geh mal raus hier. Okay, alles eine Frage der Perspektive, ne? ja. Scheint wohl nicht so zu sein, wie es sein sollte. Ja, hier war nichts. Hier sind wir hergekommen. Hier haben wir eine Tür. Die können wir nehmen. Können wir alles mitmachen. Können sie auch kleiner machen. Können daraus eine Minitür machen. Wie wir das möchten. Ah, hier haben wir wieder so ein Feuerding. Wieder eine Tür. Ach, Exit Temporary Moved. Tja, dann lassen wir es mal hier stehen, ne? Oder machen wir es so groß, dass das so davor passt. Ah ja. Wurde also der Ausgang wegbewegt. Wie kommen wir hier raus? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein... Müssen wir die alle anmachen? Was haben wir hier? Eine Vase? Feuermelder. Sieht aus wie ein Hotel, ne? Hier auch so mit den Kofferkulis. Und hier? Was haben wir hier? Alles eine Frage der Perspektive. Ach, hier geht's. Alles eine Frage der Perspektive, ne? Und hier? Ja, da ist ja ein leerer Raum, ne? Oder ist der gar nicht leer? Alles eine Frage der Perspektive, Freunde. Nochmal? Hm? Es sieht leer aus, ne? Aber es kann täuschen, Freunde. Und hier haben wir wieder so einen Feuerlöscher. Ich finde das so geil, das Spiel. So, hier haben wir jetzt einen durchsichtigen. Gerne. So. Und hier seht ihr selber. Sieht aus wie ein Studio, ne? Große Lagerhalle. Die Frage ist, wie komme ich hier raus? Oder muss ich rein? Ich weiß nicht. Alles eine Frage der Perspektive, Freunde. Wahrscheinlich nerve ich euch schon damit. Oh, guck mal hier. Ein Schild. Dann gucken wir mal, wenn wir nah dran sind, können wir das Schild groß machen, ne? Vielleicht können wir das benutzen. Ups. Ui, ui, Leute. Vielleicht können wir das benutzen, um hier raufzugehen. Was meint ihr? Könnte das funktionieren? So zum Beispiel? Könnte, ne?
können auch versuchen, da oben raufzukommen. Sollen wir das mal machen? Pass mal auf, ich versuche das mal. Lass uns ja mal alles irgendwie angucken, ne? So. Ui, alles eine Frage der Perspektive, Freunde. Oh nein, ich will euch nicht nerven damit, um Gottes Willen. Aber ich finde es cool. So, gehen wir mal hier rauf. Guck mal. Sind wir hier oben? Jetzt könnte ich theoretisch hergehen. Könnte das Ding so groß machen, bis ich hier rüberlaufen kann. Seht ihr das? Zack. Alles eine Frage der kleinen Perspektive. Und natürlich können wir hier auch wieder zurück, wenn wir das wollten. Gegen alles. Aber wir wollen ja hier raus. Also haben wir hier noch ein Radio. Ich mach das mal an. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Tja, wir wissen nicht, wo wir sind, aber wir arbeiten an der Lösung des Problems. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir wieder im Hotel. Ich finde das so geil, ne? So die Farbe, dieses Quietschige, ne? So richtig, so traumhaft schön. So, hier mal wieder so ein Ding. Ich möchte diese Dinger einfach umlegen. Ich weiß auch nicht. So, also nicht so umlegen. So, jetzt sind wir wieder. Hier ist wieder der Feuerwehrschalter. Irgendwas muss man tun. Da kommen wir nicht rauf. Wir können auch hier keine Couch nehmen. Schlecht, ne? Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas, was wir nehmen können? Nee. Gar nichts. Aber hier ist wieder ein Feuerlöscher. Guck mal. Klack. Da haben wir wieder Feuerlöscher. Ah. Da haben wir eine Uhr. Haben wir irgendwo ein Ausgangsschild vielleicht? Da oben. Können wir das nehmen? Nee, es ist fest. Tja, was machen wir denn da? Hm. Und, habt ihr eine Idee? Da, guck mal. Wir haben hier so komische... Hier sowas, seht ihr das? Und wie ich schon gesagt habe, es ist alles eine Frage der Perspektive. Weil wenn wir das zusammensetzen, und zwar so zusammensetzen, im richtigen Winkel, ne? Könnte das passen. Und plötzlich haben wir einen Würfel. Wo kommt der Würfel plötzlich her? Alles eine Frage der Perspektive. Ich sag's nicht mehr, okay. So. Da kommen wir hoch. Hm? Versteht ihr, was ich meine? Und hier haben wir wieder einen Feuerlöscher. Ich mach die einfach. Ich mach das einfach. So. Wo sind wir jetzt hier? Eieieiei, guck mal hier. Seht ihr das? Wieder ein Würfel. Obwohl, es ist eigentlich kein Würfel, ne? Ist eigentlich hier auf die Wand gemalt. Kennt ihr diese T-Shirts? Zumindest wird damit immer beworben. So, ja, die so räumlich halt dargestellt sind. Sind aber gar nicht so. Also in Realität, sag ich jetzt mal. Aber, Freunde, alles eine Frage der Perspektive. Ich mache den leer. Und hier haben wir wieder so ein Teil. Guck mal. Zack. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich habe die Dinger gesehen und habe gesagt, wir machen mal einfach mal. So. Dann passt mal jetzt auf, was wir jetzt machen. Pass mal auf. Ich verrate euch jetzt was. Ich finde das so geil. Ihr habt das gesehen, ne? Ich gucke hier nochmal. Ihr seht das. Ich komme mir schon vor wie Frau Copperfield oder so. Ihr seht das. Ja. Ihr seht das. Das. Was meint ihr? Was müssen wir hier tun? Ich habe hier einen Würfel. Ja. Den kann ich auch ganz groß machen. Alles eine Frage? Nein, ich sag's nicht. Ja, den können wir ganz groß und können auch ganz klein machen. Habt ihr eine Idee? Schreibt es mal in die Kommentare.
bin mal gespannt auf eure Antworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.